August kommt das Spiel schon. Freue mich eigentlich drauf. Was ist, wenn ich jetzt meine Makro-Taste drücke? Wie schnell rotze ich mich dann da runter? Er ist ein Maximum safe. Mal schauen. Ich bin, Chat, ich müsste sogar schneller sein als du. Bin runter. Ah, wenn ich Makro-Taste, dann reagiert das nicht, das ist denn zu schnell. Das ist, als würdest du gedrückt halten. Wir können uns aber merken, wie die Räume heißen. Eine Tür ist Heizungsraum. Und dann kann man ja irgendwann gucken, weißt du, wo du rauskommst. Ja, ich kann Dietrich holen. Hab zwei Dietriche. Huber oh. Hat aber schöne Lampen. Boba verfolgt dich, ne? Ja, der war bei mir. Hier ist eine Treppe nach oben. Da, wo du jetzt gerade sagst, der ist bei mir, da wäre eine Treppe gewesen. Ja, links, hinter dir. Geh da durch nochmal. Ja. Das ist aber die Elektrotür. Nee, komm mit. Vertrau mir. Hier. Achso, noch eine andere. Ah, Leute, zwei Türen nebeneinander. Okay, nice to know. Ich glaube, ich pick die mal noch normal. Vielleicht können wir auch mein Speedrun für draußen benutzen. Alter, ja, das Game ist dunkel, das stimmt, es tut mir leid. Hier wäre noch ein Lockpick dann. Auf. Willst du den holen? Also ich? Hä, ich bin total bock. Ich kann ja auch einfach so aufspammen. Mein Dietrich wird ja an sich kaum benutzen, ne? Hier wäre noch ein Dietrich. Holen. Ich spam mir einen, ja? Ja. Einen spam ich mir, nimm du auch einen mit. Er ist aber für mich übrigens aber auch so, Leute. Ich sehe auch manchmal nichts. Ich kann das fast so durchspammen. Meine Fähigkeit ist fast schon unnötig, das ist meine Passive. Wir sind in einer Hütte rausgekommen. Knochenraum bringt uns in der Hütte raus. Eine Hütte ist das nicht, das Gebäude, was wir suchen. Das ist das große. Ich glaube, nein, safe ist das unten links. Wir sind safe unten links in dem Ding. Oh, der Hitchhiker ist bei mir. Ja, wir waren unten links. Der steckt den Sunny zu Brei. Ich gehe jetzt gerade in das richtige Haus. Wobei ist bei mir? Ich muss ein Schloss dafür knacken. Der Sunny wird gerade mies verprügelt. Ich habe meinen Dietrich kaputt gemacht, leider. Oh, ich Idiot. Dann mach ich das. Komm. Oh, ja, Sunny wird hier verprügelt. Ehrlich? Ist offen. Okay, und jetzt geradeaus durch irgendwie. Ganz einfach geradeaus. Also ganz hinten rechts von hier. Rechts wäre noch ein Dietrich, wenn du jetzt rechts rumgehst. Rechts. Sozusagen 180 Grad zurück. Ja, egal, ich hab noch einen. Ja, hier, nee, du bist schon zu weit, glaube ich. Oder? Kommst du da raus? Ja, das, genau das da. Offen? Mach mir dazu, damit die noch denken, ist noch. Ist grün. Der hat keinen Strom angemacht. Autobatterie läuft nicht. Ja, dann adieu. Wahrscheinlich aber nochmal knacken. Mehr. Muss aber wahrscheinlich nochmal. Ja. Wir brauchen jetzt noch einen Dietrich. Wenn du durch die gelbe Alter, Tür, wenn du durch die Tür wieder reingehst, war da direkt einer. Ja, vielleicht ist auch einer hier draußen. Nee, zweimal Heal. Oh nein. Hier ist eins. Hab einen. Auf leiser Basis angelehnt. Auf easy, okay, ich verstehe. Chat, ich kann für euch. Und wenn einer kommt, Spadi checkt den. Ich kann für euch aber heller machen. Müsst mir nur sagen, ob sich was getan hat. Da kommt der Koch. Offen? Ja, ich warte noch. Der Koch kommt. Warte, der Koch kommt noch. Der Koch. Oh nein. Der Koch kommt. du alter Knacker. Tschüss. Hallo, ich bin hinter dir. Und jetzt macht er gerade ein Schloss dran. Er hat ein Schloss dran. So, die Beine raus. Erstmal nochmal abschießen, falls du Fünfter noch raus will hier.
Warum ist sie OP? Weil sie insane Schlösser knacken kann. Jeder andere baut übel schnell. Also wenn du zu sehr spammst und der Balken links sich füllt, dann geht dein Dietrich kaputt. Sie baut aber für denselben Progress verdammt wenig Kaputtheitsgrad auf. Also du kannst mit ihr wirklich übel schnell knacken, ohne dass dein Dietrich kaputt geht. Und mit ihrer Fähigkeit machst du es nahezu instant. Also wirklich, du musst nur zweimal E drücken, komplette Folge gespammt. Also ihre Fähigkeit ist praktisch instant knacken. Das bleibt auch eine Weile an. Das heißt, theoretisch kann ich mehrere Schlösser instant knacken. Und auch ohne Fähigkeit knacke ich halt wirklich sauschnell. Ihr müsst mir gleich mal deswegen sagen, ob also Teller für euch Conny ist. Conny rotzt sich. Ja, halt ja, Conny ist krass. Also Conny ist 2000 Punkte. Wahrscheinlich gerade am stärksten. Okay. Machen wir mal den ganzen Puff hier zumachen. Dass sie den Opa so in der Sonne sitzen lassen, finde ich aber auch nicht nett, muss ich sagen. Der sitzt voll in der Sonne. Ja, da kann ich sehen. Ja, der trocknet ja jetzt schon aus. Deshalb ist meine jetzt mal gut geben. Ist für ihn die Haut geben. Alright, alright. Dann wollen wir den Puff mal zumachen hier. Ja. Das bin ich. In der Release-Version brauchst du dann eigentlich nur einen, der Bubba spielen will. Das ist so das Problem. Wer will Bubba sein? Aber wenn man anfängt, dann ist das so hinten. Das ist voll verwirrend. So Falle da. Moment, du hast jetzt Strom an, ja? Das heißt, du kommst aber auch gerade wieder rein, ja? Kommst du jetzt wieder rein, damit ich hinten abschließen kann? Ja. Richtig. Komm jetzt rein und mach den Frontausgang zu. Da muss ich ja eigentlich nur. Sicher nur hier lang. Okay, du bist da. Ich bin gerade neben dir. War da bei dir auch ein Ausgang oder was? Hätte man da rausgekonnt bei dir? Es gibt zwei Türen da, ja. Ah ja, ich sehe es. Also da habe ich beide abgeschlossen. Also hast du eine Falle an den Generator gelegt wenigstens? Ja. Doch. Da ist jetzt der Gasausgang, genau. Dann gehe ich hier. Ein Gasausgang links ist doch eine Treppe. Ja, da ist eine Treppe. Durch diese Hütte muss ich jetzt. Dann bin ich auch gleich schon am Frontausgang. I gotta do everything at his family. Familie. Die mache ich auch noch mal zu. Da bin ich jetzt. Das kostet schön lang. Dann muss ich ja jetzt eigentlich. Bist du schon hinten wenigstens? So gut wie. Ist irgendwie dahin. Opa ist wahr. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das dazu bekommen. Ich mache dann zur Not das Schloss, wenn du noch nicht da bist, trotzdem schon mal dran. Dann musst du das wieder abschließen gleich, ne? Aber das Schloss kannst du ja, glaube ich, auch abschließen. Da ist der Ausgang. Oh. Da kann ich durch. Hey, jetzt mache ich den Strom hier drüben an. Autobatterie vorne für den Strom. Ich muss das aufbrechen. Oh, wie unlucky. Oh, das ist aber schlecht. Die Map ist sehr viel komplizierter. Autobatterie für Strom ist an, ja? Ja. Beide Ausgänge sind Strom. Ich mach die Tür da dicht. Zur Not, wenn du gleich wieder rein. Kommst du gerade rein? Ja, warte. Ja. Aber egal, du kannst das Schloss auch wieder abschließen, oder? Ja, ja, ich kann alles machen. Ja, ja, aber mein extra Schloss, was ich dran gemacht habe. Ich guck mal, wo sie sind. Aber mal so spaßeshalber hier eine Falle. Vielleicht sehen sie sie ja nicht. Die sneaken alle. Ich hör nix. Okay. Komm wieder rein. Naja, ich gehe einmal zu Opa, fütter den und dann spiele ich die Mitte sozusagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, uns fehlt noch ein Ausgang.
habe auf jeden Fall die Hauptausgänge zu. Lass nichts. Schon mal keiner macht Sounds, ne? Richtige Bugs. Opa füttern. Ich war gerade einmal, ich steckte gerade einmal mit meinen Füßen in der Erde und konnte mich nicht bewegen. Blut, hast du ihn schön leveln? Können wir die slow spielen? Ja. Das auch. Ey, das Movement als Koch auf der Map ist eine Katastrophe. Zu wissen, wo du rum kannst und so ist. Oh, Moment, es sind Leute oben, denke ich. Ja. Hier in dem Schuppen. Die gehen gerade dahin, also die gehen zum Hinterausgang. Ja, ich sehe einen bei mir direkt. Ja, ich muss dem auch erstmal hinterher. Ist schon drin Richtung Hinterausgang. Hier bei mir ist eine. Pasty. Hat einen Hit drinne. Hat sich gerade einen Heal aufgehoben mittendrin. Hier bei mir sind zwei. Die sind auf dem Weg zum Hinterausgang, zum Generator. Ja, ja, unterbrich die. Ich renne hier gerade schon einer hinterher. Die machen hier sogar die Lockpicken. Alter, ist der Bomber kacke. Der hat sie nicht gehittet. Einer hat gut Damage bekommen. Die haben hinten gelockpickt. Hinten ist offen. Okay, drei Stück sind hinten. Es sind drei. Also im Hinterausgang. Ja, am Generatorausgang. Generatorausgang. Drei Leute. Aber der Generator läuft noch und ich habe die hier unter Kontrolle. Die sind jetzt alle, glaube ich, wieder drin. Also im Haus, aber immer noch in diesem hinteren Gebäude, weißt du? Ja, bin unterwegs hier. Wird mir im Generator dann auch markiert? Ja, geil. Oder dann ist aber ein Spiegelung, oder? Ne, eine ist hier, eine ist im Schrank. Ja, ja, es sind alle drei da. Hab ihn gepackt? Ja, der kommt zu mir rüber. Ja. Wo willst du hin? Sehr gut, Klöhr. Ja, ich hab ihn, der ist tot. Nice. Okay, ich geh nochmal raus. Das war's für dich, Sonny. Waren alle drei da. Die sind aber alle wieder drinnen gewesen, glaube ich. Generator ist noch an und die Falle davor ist auch noch. Ja, hier ist einer durch die Wand. Direkt vor mir, Klöhr. Guck mal, wo ich bin. Direkt vor mir in diesem Bad. Der ist immer noch hier. Ja, bin. Achso, das bist du. Ja, der ist aber da drinnen. In dem Raum. Ja. Ja? Hat nicht drin, jawohl. Ja. Kämpf mit ihm, mach ihn fertig! Ja, ja! Oh nein, hat dich weggenommen. Warte, ich lock. Warte, wer da hier. Okay, ja. Er ist durch das Loch. Durch das Loch. Ja, da rennt er. Bubba ist auch da. Bubba hat ihn. Jawohl. Die andere könnte noch sich einer. Noch hinten versteckt einer. Haben. Die war auch hier. Hör rein. Ja, ich höre den Generator immer, deswegen kann ich nicht. Ja, der Generator ist noch. Ja, ja. Durch den Generator höre ich das aber nicht. Aber die war auch da und ich habe die nicht mehr gefunden. Die war auch rausgegangen. Warte, vielleicht ist sie hier im Schrank. Nee. Also die ist mit mir hier draußen gewesen, aber die habe ich nicht reingehen sehen. Ja, hör mal immer wieder rein. Das ist nicht möglich durch den Generator. Der Generator zieht zu viel Fokus. Du kannst hier draußen nichts hören. Wenn sich hier draußen einer versteckt, ist der safe. Der Opa hier in der Sonne am Brutzeln. Oh, hier ist ein Brunnen. Noch 10 für ein Level. Die könnte in den Brunnen gegangen sein. Ich glaube, ich habe sie nicht gesehen. Hier ist sie draußen. Sie war die ganze Zeit draußen versteckt. Ich glaube es ja nicht. Sie ist die ganze Zeit hinten in der Ecke. Yeah. Komm, Klöhr, ich lock sie hier. Wir locken sie. Sie hat keine Chance. Wir haben sie hier, Klöhr. Ich warte auf dich. Komm hinten in den Garten. Sie will in den. Oh nein, sie geht in den Brunnen. Sie könnte bewusstlos sein. Da kommt Klöhr. Ich habe ihn durch die Scheibe gesehen. Ja, toll. Die hat sich die ganze Zeit in der Nähe des Generators versteckt, damit man sie nicht tracken kann. Das war voll smart. Aber es gibt keinen Kellereingang hier. Man muss in die Mitte Hütte. Das ist wieder der Generator, ne? Der Generator zieht so viel. Das ist aber neu. Das muss neu sein mit dem Generator, dass der so viel Attention zieht. Ich bin unten. Kannst du die mal hören? Noch Cooldown. Ich guck sofort. Ich gehe ihm zu Opa. Ich höre noch mal rein. Warte, ich muss noch eine Sekunde warten. Ich habe aus Versehen gedrückt und abgebrochen. Unten höre ich nix.
Nur der Generator. Oh, doch! Hab sie! Ja, sie ist immer noch im Keller. So. Wo bin ich? Ja, geradeaus zu. Geradeaus zu, leicht rechts. Ja. Du müsstest jetzt so bei ihr sein schon. Ich befürchte da gerade Opa. Sie war. Oh, sie bewegt sich nicht mehr. Ja, ist ja Opa gerade. Ja, hör noch mal rein. Ja, ja, geht gerade nicht. Opa ist gerade laut. Ja, sie ist noch. Ich hab sie noch. Moment, sie ist oben mittlerweile. Nee, sie ist unter mir. Guck, wo ich bin. Guck, wo ich bin. Genau unter mir. Genau unter mir. Okay. Ja, ja, ich stehe genau auf ihr drauf. Sie ist an dem Keller, an der Kellertreppe. Sie ist bei mir. Hit. Will mich stunnen. Sie ist immer noch im Keller. Immer noch im Keller. Ich laufe so leicht hinterher. Ja, bin sie da. Ist in durch so einen Schlitz in der Wand. Ja, den. Ja, Jesse. Ja. Rechts oder links? Links. Bin da ran. Hab sie. Du kleine Bitch. Okay. Oh, ja, verfolge sie wieder. Aber wie machen die das mit mir eine reinhauen alle? Die haben diesen F-Kampf gewonnen. Vielleicht hatten die ein Messer oder so. Die macht eine Tür zu, ne? Ja, die Ausgangstür oder was? Ja, ist eine Exit-Door. Ja, ich geh hinterher. Hat sich nochmal kurz ein Peel reingehauen, aber ich verfolge sie. Ja, die. Wo seid ihr genau? Alle dran. Ich renne genau hinter ihr her. Du musst mich nur scannen, findest du sie. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja. Das, da kommt sie ja nicht weg. Ist sie nach links oder nach rechts? Nach links. Sie hat wieder ein Messer oder irgendwas. Warte, ich geh hinterher. Geh du außen rum. Geht sie durch die Tür raus? Ja, durch die Tür raus. Wie viel Stamina hat die denn? Ich sehe sie nicht mehr. Warte, ich scanne. In dem Busch? Ich hatte ganz, ganz kurz, denke ich, Agro. Sie ist nicht weg. Sie ist immer noch da. Also vor der Tür irgendwo. Ich glaube, ich hatte ganz kurz einen Fokus. Ich denke, sie hat sich ganz kurz bewegt. Ich denke, sie ist noch hier. Ich höre nochmal. Ja, ich habe sie noch. Oh, sie hat sie dann nicht. Die bewegt sich. Sie ist. Ja, warte. Das ist der Generator schon wieder, oder? Das ist der Fuck-Generator, der ist so laut. Oder? Kann sie hier sitzen? Das gibt's doch nicht. Der Generator ist richtig krass nervig für den Koch. Das ist ein krasser Balance-Ding. Ich gehe Opa Level 2, Mann. Aber sie bewegt sich halt eh gerade nicht. Doch, die bewegt sich wahrscheinlich. Wer durchwühlt hier gerade was? Hier durchwühlt wer gerade was? Im Keller. Ich. Im Keller. Hey, ich komme zum Keller. Ja, ja, ja. Ich höre sie wieder. Oh, oben. Auf der Seite zu der kleinen Hütte. Also da, wo dieses kleine Gebäude, das Gebäude unten links. Auf der Map, also du weißt, was ich meine, ne? Ja, genau, in die Richtung. Jetzt geradeaus, da war sie. Also ist da hinten irgendwo. Ich höre wieder rein. Kein Sound mehr. Chillt gerade. Noch nicht unten. Sie ist bestimmt... Also da, wo du jetzt bist, habe ich sie getrackt. Bei Kurz-Agro bei mir. Hier bei mir. Hab sie. In dem Schuppen, in dem Scheißhaus. Fast hinten durch. Also Richtung, unten rechts, sozusagen. Also, wenn du mich siehst, ich laufe gerade hinterher. Ja, ich bin hinter dir. Ja, ja, sie ist auf deiner Seite dieser Wand hier. Geh du mal vor, du bist schneller. Ich
Turn noch mal rein. Ja, geradeaus weiter. Wir müssen weiter. Ich habe sie verloren, soundmäßig. Ah, weil Opa schreit, fuck. Ja, ja, geradeaus. Ich sehe sie hier, sie hockt hier. Hab ja eine reingeknüppelt. Opa ist einfach an ihr vorbeigedüst. In welche Richtung? Nach rechts? Aber chase sie, aber die ist diesmal bin nicht mir nicht sicher. Ja. Da, wo sie ist, ist unlock, also ist geschlossen. Das heißt, sie muss in dem Raum hier drin sein oder jetzt draußen. Guck mal hier in dem Schrank. Nee. Bei Bubba in dem Schrank. Das kann aber nicht wahr sein. Könnte wieder in dem Brunnen sein. Kann sie denn Bubba entkommen? Der ist schneller als sie. Könnte wieder im Brunnen sein jetzt. Ey, der Bubba latscht da einfach. Ja, durch den Generator kann ich sie nicht tracken. Bubba ist jetzt wieder hier, leider. Die ist echt not bad. Der Typ ist zweimal schneller als Survivor. Der hätte die einfach umrotzen können. Oh mein Gott, nervig, dass ich jetzt der Hitchhiker bin und dieser Bubba nicht. Ich wäre so gerne dieser Bubba. Die wäre schon längst tot. Hey, wo hörst du sie? Dadurch, dass der Generator in meiner Nähe ist, gar nicht. Der, gut, der muss Level 4 werden, der Opa. Ja, wir können den Opa füttern. Ja, ja, also wir, es gibt eine Möglichkeit, wie wir sie auf jeden Fall finden, indem ich einfach Blut sammle. Das haben wir jetzt aber nicht, also die Option haben wir jetzt nicht gemacht. Ich laufe alle Blutspots ab und, Die rennt ja legit einfach nichts, nur weg und der Bubba verliert nichts, sie kein einfach. Sound, nichts, nix. Keine Chance. Also macht wer nichts. Naja, also verdient, weiß ich nicht. Sie macht den Chase, macht sie gut, aber sie macht ja auch nichts Effektives. Sie kommt ja nicht voran. Auf Zeit verliert sie, sie blutet ja noch. Unten im Keller hörst du auch nichts. Nee, wie gesagt, der Generator zieht komplett Attention. Und nein, im Keller höre ich nichts. Nichts, keine Chance im Keller. Ich sammle gerade Blut. Dann leveln wir Opa einfach auf 4. Sie wird wieder verletzt sein, ne? Sie muss sich unten eigentlich erst healen. Wenn sie wieder durch den Brunnen gesprungen ist, gewinnen wir eh auf Zeit. Ja. Aber bist du sicher, dass du hinten alles gecheckt hast beim Generator? Busch. Irgendwo im Busch? Barscht. Ich habe nämlich eine Sorge, habe ich noch. Und zwar, dass sie nicht in den Brunnen gesprungen ist. Sondern hinten ist. Den Busch beim Generator habe ich durchgecheckt. Alles? Also alle Büsche? Ja. Habe ich gerade am meisten Sorge vor. Sie ist noch hier! Echt? Ja. Aber das weiß ich nicht, wo das... Ja, sie ist wirklich noch da draußen. Sie ist draußen am Gen. Okay. Bubba, komm mit. Hast du die Tür geknallt? Ja, ja, ja. Hier ist sie. Da. Das kann doch nicht wahr sein. Boom, wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Hast du nicht gesagt, sie ist genau hier? Warte mal, das Leben verblutet. Ah, nee, sie ist tot. Verblutet. Ich wusste gar nicht, dass das auch so rumgeht. Komplett weggerotzt. Die wollte sich da wieder durch die Tür verkriechen. Also Zeit rausgeholt hat er gut. Wenn er noch ein Team gehabt hätte... Dann, ja, gut, ich meine, der ist legit immer einfach nur durch die Brunnen. Ja, ja, aber ich meine, also, wenn du halt noch ein Team gehabt hättest, ne? Also wenn er jetzt noch wen gehabt hätte, der effektiv dann irgendwas aufgemacht hätte oder so, war das nicht schlecht. Aber die neue Meta-Strat... Der Brunnen da draußen ist eigentlich total OP. Ich finde es viel krasser, dass du dich... Der Keller ist insane lang. Dass du dich in der Nähe des Generators verstecken kannst, ohne dass du aufspürbar bist. Das, finde ich, ist krasser mittlerweile. Also ich gehe erst in das Lockpick-Menü, mach dann die Ability an. Genau, dann drückst du einfach mal. Terra Wolf, danke schön für den Support. Danke. Das bleibt dann auch erstmal an.
Also Knochentür war die falsche. Knochenraum. Also Knochenraum ist unten links übrigens. Wir brauchen also einen anderen Ausgang. Nice. Das Makro geht. Brauche ich noch ein F-Makro. Ich hoffe, dass du... Killer anzukämpfen. Bannable Offense. Makro. Okay. Hier irgendwo... Gott. Oh, ich habe noch einen Dietrich. Ja, ich noch nicht. Ah, das könnte ich eigentlich auch mal so mit einem Makro machen, ne? Gucken wir mal, ob das mit einem Makro... Ja. Ich habe einen Dietrich. Ich habe zwei Dietriche. Ich auch. Bin an der Tür dran. Ich auch. Wie heißt dein Raum? Damit wir gucken können, wo wir rauskommen. Alle. Ja. Mein Raum. Ich bin nördlicher Abstellraum. Oh, nördlicher Abstellraum muss richtig sein, oder? Heizungsraum. Heizungsraum. Nördlicher Abstellraum ist offen. Nördlicher Abstellraum ist gar nichts. Wo bin ich denn? Das ist dieses kleine Ding. Meine Tür ist offen. Ja, meine auch schon. Ich hab die Leiter. Ich hab die Leiter bei mir. Das ist der Heizungsraum. Warum ist meine... Achso, wegen meiner Ability. Oh, Leute, hier ist kaputt. Wollten wir nicht die Leiter haben? Wir wollten mal gucken, wo die Leiter hinführt, ja. Wo war denn die Leiter? Leiter ist. Dass die Leute wissen, dass ich hier oben bin. Den Kellerausgang haben wir noch nicht geschafft, aber es ist auch schwer, wenn du die Map noch nicht kennst, so komplizierte Wege zu gehen. Dalu, du bist raus. Wie? Dalu ist aus dem Schlachthaus geflohen, steht ja, da. Ja, Schlachthaus ist ja nur ein... Bin ja nicht draußen, draußen. Ich bin jetzt an unserer Tür zum Hinterausgang schon. Also ich bin schon da. Ich muss mir gerade nur einen Lockpick holen. Der diesmal nicht da ist, da aber. Also ich bin so gut wie... Oh nein, das ist auch nur ein Mettding. Ist das da hinten? Auch ein Mettding. Oh mein Gott, einfach Pech. Ich habe keinen Lockpick mehr. Ich bin so gut wie draußen. Kann ich hier durch ein Fenster springen? Gibt's doch gar nicht. Nochmal ein Medkit. Ich brauche ein scheiß Dingens. Knack gerade die finale Tür auf für den Wo, in welche? Ausgang oben. Ja, da bin ich. Das bin ich. Bin hinter dir. Ja. Ich finde einfach keinen Lockpick. Ich finde einfach keinen. Da draußen sind noch wahrscheinlich welche wieder. Wie kriegen wir Lost dazu, dass er zu uns kommt? Damit er auch mit escaped. Also gar nicht. Scheiß drauf. Yeah. Da ist das Ding an. Ne, Strom ist aus. Tiger sagt. Hier ist auch Medkit. Also hier ist auch Medizin. Und der andere Spawn ist... Okay, es wäre noch ein Lockpick-Spawn hier, ja. Ja, wir müssen noch Lost retten. Komm, wir machen jetzt Altruistic. Ja, aber was ist, wenn die dann den Strom anmachen? Nein, dann tackelst du den. Aber wie kriegen wir Lost... wo ist er? Du leitest den hier hin. Aber ich weiß ja nicht mal, wo er ist. Warte, ich kann nicht gucken, wo er ist. Wenn er den Strom anmacht, knock ich ihn einfach irgendwann hier weg. Ich warte, ich camp hier richtig beim Strom. Ja, okay. Okay? Ist, die Tür ist aber schon auf, ne? Also theoretisch kann ich auch rausrennen. In-Game-Chat habe ich immer gemutet. In-Game-Chat mute ich immer. Aus dem Latschen. Bin ready. Ich beobachte den Strom. Der Koch hat mich gehört. Oh fuck, der weiß, dass ich hier bin. Der Koch weiß, dass ich hier bin, ne? Ja, der kommt hier niemals hin. Ah, der hat mich wieder gehört. Okay, der Koch ist bei mir. Ist er wirklich? Ja, der ist bei mir. Also on point. Ja, dann komme ich raus. Tackle ihn nochmal, damit er den Strom nicht anmacht. Nee, der rennt mir her. Hinterher. Ich guck mir das an. Ja, Chat. Sehr gut machst du das. Oh, guter Loop. Hat denn der Koch? Oh! Oh!
Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Na, Opa, schon aus der Puste. Hey, Opa. Hey, Tür ist zu. Opa. Ist nicht. Ist wieder offen, Opa. Was willst du machen? Ruf doch deine Freunde. Ist aber... Oh, okay, daneben gehauen. Oh, kleiner Loop, die Loop. Kleiner Auto-Volt. Ja, jetzt macht er die Tür zu, macht einen Lockpick dran. Vorgestellt, dass er so witzig einen Lock dran macht. Ich hau dran. Nee. Oh. Nee, Lockpick will ich nicht. Hey, hopp. Ich hatte sie fast. Sie sind mir einfach durch die Finger gerutscht. Der Opa und seine Teammates kommen nicht, er denkt sich, das kann doch nicht wahr sein, wo sind meine Freunde? Ich sehe dich da hinten noch weglaufen. Läufst du jetzt auch nach links? Mal gucken. Nee, bei mir kann ich mit der Kamera. Ja, ja. Oh, du läufst sogar nach. Moment, wie weit läuft ein Char? Läufst du die ganze Straße runter? Ja, guck mal bei mir. Ich lauf da jetzt komplett durch. Nee. Oh, irgendwo da bist du verschwunden, ja. Und Strohmann tot. Nee, ich hoffe nicht. Naja, das hat hier gerade nichts mit Mobben zu tun. Wir haben gerade einen Killer beschäftigt, der nicht helfen konnte. Was macht Lost gerade? Also ich kann sagen, dass ich die Namen nicht sehe. Ich sehe nur Sunny und Anna. Warte, ich gehe mal raus. Aber Sunny ist da unten im Keller. Bei mir stand nur Anna, Lost. Anna, Lost ist nicht raus, Firehawk. Und da stand, Lost hat das Schlachthaus verlassen. Das Schlachthaus verlassen, da heißt er ist aus dem Keller gekommen. Okay, also Anna tritt jetzt gerade den Gen aus. Dadurch, dass noch zwei Survivor in der Runde sind und Kleur und ich entkommen sind, kann Lost nicht raus sein. Nur noch raus. Beziehungsweise Lockpicken, aber sie hat keinen Dietrich. Oh. Wahrscheinlich ist Lost aber Anna und nicht. Er kann nicht raus sein. Ja, jetzt sucht er einen Dietrich. Ja, da hinten ist sogar einer, guck mal. Also er wird nicht Sonny sein. Einfach kurz mal rein spammen. Ja, er hat noch genug Zeit. Moment, höre ich das Steps hinter ihm? Oh nein! Ja. Ich hab so. Und, oh, und er macht direkt ein Schloss. Er lässt ihn nicht mehr verarschen, der Opa. Ne, ihr könnt mich alle machen. Der lässt ihn verarschen. Also, ich lass mich da. Die anderen? Der Opa macht alles allein. Okay, einmal. Ja, rennt ihr durch die komplette Stube. Einmal könnt ihr mit mir spielen, ja? Aber jetzt fahr ich dann Schloss dran. Was willst du machen, hä? Oh. No? Oh, ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Jetzt der Generator geht jetzt wieder. Macht, wenn er jetzt. Er wird jetzt. Jetzt macht er den Lock dran und jetzt ist es vorbei. Hey, so, ja. Oh, seh dich doch. Ha, kleiner Loop-de-Loop. Keller, er geht jetzt gerade raus. T-Bag, Lost T-Bag, das ist aber toxisch. Sonny ist... Ober AFK? Nee, dann wird er doch nicht oben sein, oder? Ja, du kannst. Also, er wird keine Chance kann haben. Wieder Opa ihm hinterher reicht. Naja, aber er hält ihn halt auf, ne? Also T-Bag schön und gut, whatever. Lost kommt da nicht weg. Er macht den Strohmann jetzt. Oh, jetzt macht er den Strohmann, jetzt ist es vorbei. Ja, aber jetzt kann er sich verstecken. Wenn er sich jetzt verkackt. Gut versteckt, er muss sich halt irgendwo verstecken jetzt. Ja. Ja, er braucht halt zwei. Nein! Was? Die offen? Ja. Ja, ist schwierig, Leute irgendwie umzunocken. Ja, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Naja, ich hab ihm einfach komplett die Tür in die Fresse gedonnert. Bin richtig mit Hass daraus. Hätte er die Tür zuhalten können? Ja, aber theoretisch kann man sich da vorstellen. Ja, einfach. Eben! Das will ich einfach mal testen, ne? Ja! Einfach. Hey, Moment, das ist ja. Setzen. Zu dritt einfach. Beide Ausgänge zuhalten und einer entschärft hinten alles. Oh, ich hoffe, er macht das. Ich will sehen, ob das geht. Oh, er soll sich vor die Tür stellen. Also, mittlerweile tut der Koch mir echt. Oh, da ist Bubba. Oh, der Bubba.
Ja, aber der Koch. Ja, da ist Boba. Ja, irgendwo. Der läuft komplett woanders. Hinter ihm krachen alle Türen. Der Koch gibt sich so Mühe, ne? Oh. Oh. Der Koch. So am Tryhard, der, ne? Koch, ey, will, der Koch will das gewinnen. Stell dich vor die Tür, wenn du das hörst. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Tür nicht zugeht, wenn du da stehst, weil das hat schon eine Hitbox und die geht nicht durch dich durch. Was macht Sonny eigentlich? Terra, ja, danke so für die 10er Sub und vielen, vielen Dank für den unendlichen Support. Ahnung, vielen, vielen Dank für die 36 Monate. Sora, danke für 16. Vielen, vielen Dank. Aber ich würde es eigentlich schon noch gerne sehen, ob er entkommt. Okay, wir gucken. Also, ich glaube auch immer noch nicht, dass das hinten zu ist. Jetzt so Hanuta-Riegel? Ich kenne Hanuta, also nicht als Riegel, aber so wie Knoppers. Ja, aber kein Hanuta-Riegel. Nee, das ist was, wie anders ist es? Das sind die geilsten Riegel, die du je in deinem Leben gegessen hast. Nee. Weißt du, was der geilste Riegel ist, wenn es um richtig Süßkram geht? Kennst du die Kellogg's Frosties? Also Frosties sind die mit diesem Tiger drauf. Die hatten auch mal einen Riegel. Der ist insane. Vielen, vielen Dank, Leute, für euren Support. Warum bist du eigentlich immer so eine Special No Snowflake? Hä? Der ist mega lecker. Sag ich, sagen Sie es nicht! Der Koch macht das alleine. Ja. Der rennt die ganze Zeit. Der trackt, der chased. Aber jetzt ist Lost endlich in dem Schlachthaus, wo wir ihn ja schon die ganze Zeit hinlocken wollten. Da wäre die Tür offen. Gibt's. Nein, ja. Nicht mehr. Moment. Selbst der Sonny hat's geschafft? Ja. Moment, die Tür ist selbst offen? Sonny. Wieso ist die linke Tür offen? Und warum ist da immer noch kein Strom auf dem Tor? Der Opa. Hat der hat auch kein Schloss dran gemacht oder der ist weggegangen, traurig. Es ist auf. Oh mein Gott. Er ist wirklich rausgekommen. Alle haben es geschafft. Alle durch dieselbe Tür sogar. Der Opa hat die Tür nicht wieder zugemacht. Moment, aber, dann war, Fall, aber der Hitchhiker muss AFK gewesen sein, oder? Nee, der hat Punkte. Hab ich nicht einmal gesehen. Aber der hat 250 Points. Und der Koch hat wirklich getryhardet. Also der Koch tut mir leid, weil alleine kann er nichts machen. Der Bubba hat ohne Monitor gespielt und der Hitchhiker war auf K. Der Bubba der Bubba so auf Only gehört, weil er mit Sound Challenge. Sound Challenge. Ich mach nur auf Ton.